Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass Sie und ihr alle da seid zum Vortrag. Jetzt heute bei im Rahmen von der Expolingua. Schön, dass wir auch die Gelegenheit haben, da was beitragen zu können. Genau, mein Name ist Tobi. Ich arbeite bei EF Education und vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die Firma auch schon. Wir machen prinzipiell, schicken Leute ins Ausland, um Sprachen zu lernen und die Sprache da zu lernen, wo sie gesprochen wird. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt wollen wir uns nämlich in den nächsten 30 Minuten ein bisschen anschauen, warum sind denn Auslandsaufenthalte heute eigentlich so wichtig und was für Skills kriegt man denn auch dadurch? Wie kann man sich dadurch auch vielleicht positiv von anderen Bewerberinnen und Bewerbern absondern, wenn man es jetzt auch darum geht, sich auf Jobs zu bewerben oder für die zukünftige Karriere? Warum sollte man denn da auf Auslandsaufenthalte setzen? Das wollen wir uns jetzt in den nächsten 30 Minuten anschauen. Und genau, wie gesagt, ich bin der Tobi. Ihr könnt gerne alle du zu mir sagen. Wenn es Fragen gibt, gerne einfach die Chat-Funktion nutzen und da einfach darauf achten, wenn ihr eine Frage reinschreibt, dass ihr es quasi an alle sendet. Dann versuche ich auch auf so schnell wie es geht auf alle einzugehen. Das ist immer ein bisschen schwer beim Präsentieren, auch noch auf Fragen. Multitasking bin ich nicht so gut drin, aber ich versuche es gerade. Da ist schon jemand aus England dabei. Genau, vielleicht einfach die ersten fangen schon an, wo sie herkommen, ist natürlich für mich auch super interessant. Wo kommt ihr denn alle her oder von wo seid ihr denn gerade alle zugeschaltet? Das könnt ihr vielleicht einfach mal alle gerade kurz in den Chat schreiben. Dann weiß ich da Deutschland, Germany, okay. Gerne auch mit Stadt dazu, je nachdem, wo es Hessen, Berlin, Stuttgart, Deutschland, Berlin. Berlin. Oh, Berlin ist gut vertreten, ne? Es sind viele Teilnehmerinnen dabei, Teilnehmer. Hanau, Chemnitz, Zwickau. Ah, das ist ja überall vertreten. Super. Wohne in der Schweiz. Auch willkommen in die Schweiz, St. Carla. Düsseldorf. Super. Da sitzen wir auch. Das heißt, ich bin auch gerade aus Düsseldorf zugeschaltet. Genau, Hamburg. Perfekt. Auf jeden Fall rege Interaktion, das ist schon mal gut. Also wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach gerne da rein. Aber fangen wir direkt an, um keine Zeit zu verlieren. Ich mache hier noch einmal quasi die Präsentation auf den Vollmodus. Ja, so, da fängt es nämlich auch schon direkt an. Wie gesagt, Titel hatten wir schon gesagt. Ganz kurz erst nochmal zu uns, zu EF. Vielleicht dem einen oder anderen sagt der Name schon was oder die Firma schon was. Wir sind tatsächlich ursprünglich eine schwedische Firma, sind schon seit über 50 Jahren am Markt, das heißt gegründet 1965 in Schweden, sind auch heute immer noch ein Familienunternehmen und machen quasi, schicken Leute dorthin ins Ausland, um eine Sprache zu sprechen, wo sie auch ursprünglich gesprochen wird oder eine Sprache zu lernen. Das heißt, das fing alles 1965 mit einer Idee des Schüleraustauschs an, dass damals unser Gründer die Idee hatte, Schüler aus Schweden nach England zu schicken, weil man dort ja die Sprache einfach viel mehr anwendet. Auch noch nach Unterrichtsschluss muss man weiter Englisch reden, wenn man vor Ort im Land ist. Und das ist auch tatsächlich das Konzept, was wir bis heute beibehalten haben. Das machen wir heute natürlich nicht nur Schüleraustausch, sondern den natürlich auch noch, sondern es sind noch diverse Möglichkeiten mit dazu gekommen. Wir haben internationale Sprachschulen für 10 verschiedene Sprachen in 20 Ländern auf der Erde und haben insgesamt Teilnehmern aus über 80 Ländern, die dahin zusammenkommen und die dann eben vor Ort leben und lernen. Es gibt auch die Möglichkeit von einem Studium im Ausland. Wir haben eine eigene Uni, wir haben ein Internat im Ausland, wo man seinen Schulabschluss machen kann. Wir schicken Schüler für ein Highschool-Exchange hier ins Ausland. Machen Au-pair-Aufenthalte, also ganze breite Palette für all diejenigen von euch, die sich vielleicht auch selber interessieren, ins Ausland zu gehen. Gehe ich später noch ganz kurz drauf ein. Aber bevor ihr jetzt natürlich nur das erfahrt, was man im Ausland alles machen kann, soll es ja heute auch darum gehen, warum sollte man denn das machen? Oder warum solltet ihr vielleicht einfach mal jetzt drüber nachdenken, selber ins Ausland zu gehen und eine Sprache zu lernen. Und was bringt euch das? Und ich denke mal, dass ihr hier seid, ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass ihr euch auf jeden Fall mit der Thematik beschäftigt und dass es da für euch bald losgehen kann. Wir sind selber auch eine international aufgestellte Company. Hier einfach mal ein Screenshot von diversen Kolleginnen und Kollegen von mir, was nicht unwichtig ist für die folgende Präsentation, einfach weil ich sehr viel auch aus der Sicht von einer internationalen Firma sprechen möchte. Und einfach euch da auch einen kleinen Einblick gebe und welche
Fähigkeiten wir beispielsweise auch an Bewerberinnen und Bewerber stellen, die sich jetzt bei uns bewerben, egal ob man in Deutschland bei EF arbeiten will oder im Ausland arbeiten will. Und was eben die Auslandsaufenthalte von euch, wenn ihr das denn machen wollt, dazu beitragen können, damit ihr eben auf dem Jobmarkt besser dasteht. Ganz am Anfang nochmal auch habe ich eine kleine Umfrage für euch, die wir mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht haben. Da wollten wir nämlich einfach mal wissen von den Teilnehmern, das waren repräsentativ ausgewählte, insgesamt knapp 150 Leute, wollten wir einfach mal wissen, wie hängt denn für die Leute, die mit uns ins Ausland gehen, Sprachen lernen und Karriere zusammen? Und da haben wir unter anderem diese beiden Fragen hier gestellt. Der Sprachaufenthalt hat mir geholfen, meine Soft Skills zu fördern. Also Soft Skills, ich denke mal, der Begriff ist allen oder sollte allen ein Begriff sein. Ist sowas wie ja, die soziale, zwischenmenschliche oder kommunikative Fähigkeiten, aber auch sowas wie emotionale Intelligenz. Also wie gut kann ich auch auf andere Leute eingehen? Ob einem das geholfen hat oder gefördert wurde durch den Auslandsaufenthalt und auch, ob der Auslandsaufenthalt geholfen hat, die kulturelle Kompetenz zu fördern. Also sprich die Fähigkeit, Menschen aus verschiedenen Kulturen zu verstehen, mit ihnen auszukommen und verstehen nicht nur im wörtlichen Sinne, dass man sich verständigen kann, sprachlich gesehen, kommunikativ, sondern auch, ob man sich auf einer zwischenmenschlichen Ebene versteht. Also ob man mit Leuten gut klarkommt, ob man mit Leuten zusammenarbeiten kann, ob man ein besseres Verständnis für andere Kulturen hat und da ohne den erhobenen Zeigefinger auf Leute zuzugehen und zu sagen, so, hey, ich verstehe das nicht, was ihr in eurer Kultur macht, sondern ich, dass man halt auch einfach das dem Ganzen offen gegenübersteht und auch mit Leuten gegebenenfalls zusammenarbeiten kann. Und da sieht man, seht ihr hier selber, die Orange und Blau ist quasi Zustimmung, starke Zustimmung oder Zustimmung, was die überwältigende Mehrheit gesagt hat, dass sie eben diese Skills durch den Auslandsaufenthalt selber mitbekommen haben oder gelernt haben, damit besser umzugehen, dass sie darin besser geworden sind, was ja schon mal keine unwichtigen Skills sind, die man heutzutage auf dem Jobmarkt ja auch braucht. Genauso auch hier, als wir gefragt haben, glauben Sie, dass Fremdsprachenkenntnisse in der Arbeitswelt immer wichtiger werden? Und glauben Sie, dass Fremdsprachenkenntnisse in der Arbeitswelt wettbewerbsfähiger machen? Also sprich, steche ich positiv gegen anderen Bewerberinnen und Bewerber heraus, wenn es um Jobpositionen geht etc. Und auch hier gibt es eine überwältigende Mehrheit, die sagen, ja, es ist auf jeden Fall so, Sprachkenntnisse werden in der Arbeitswelt immer viel, viel wichtiger. Und das wird auch zukünftig eben einfach noch so sein. Und sie machen eben auch wettbewerbsfähiger. Also gerade wenn man noch andere Sprachen über Englisch hinaus spricht, dann ist das immer von Vorteil. Einfach weil Englisch in vielen Betrieben, da komme ich gleich auch nochmal zu, zum Beispiel auch bei uns, überhaupt gar nicht mehr wirklich als Fremdsprache angesehen wird, sondern wir erwarten von Leuten, die sich bei uns bewerben, dass man fließend in Englisch quasi kommunizieren kann. Einfach aus dem Grund, weil wir das natürlich jeden Tag tun, weil wir eine weltweit agierende Firma sind und ständig mit Leuten im Ausland in Kontakt sind oder auch Leuten, die bei uns in der Zentrale arbeiten, die Zentralen sind quasi in Boston, in Zürich und in Hongkong. Aber da arbeiten natürlich auch Leute aus diversen Ländern und die Kommunikation läuft prinzipiell auf Englisch. Das heißt, das muss man dann natürlich eben einfach schon mitbringen und an solchen Skills kann man ja natürlich auch während des Auslandsaufenthalts arbeiten. Plus, dass man auch sagen kann, okay, vielleicht kann ich auch noch eine weitere Sprache sprechen außer Englisch. Auch hier nochmal einen kurzen Einblick, was international tätige Firmen, wie wir es jetzt auch sind, wonach suchen wir heute? Und ich denke mal, das wird bei anderen Firmen genauso sein, sondern nicht nur bei uns. Habe ich eben schon gesagt, 65% von allen Jobs, die quasi bestehen, erfordern mehr als eine Sprache, also mehr als die eigene Muttersprache. In unserem Fall wäre es jetzt hier quasi Deutsch und Englisch. Das ist einfach herausfordernd. Es gibt aber auch noch natürlich je nach Position, je nach Branche, je nach Job, je nachdem, mit welchen Ländern man auch in Kontakt ist und arbeitet, kann das natürlich auch noch eine andere Sprache als Englisch sein. Außerdem ist es erwiesen, dass Leute, die fließend Englisch sprechen, auch höhere Gehälter später im Laufe ihrer Karriere natürlich erhalten. Einfach aus dem Grund, weil man natürlich sagt, okay, wenn ich eine höhere Position in der Firma einnehmen möchte, in einer international tätigen Firma und mit verschiedenen Märkten vielleicht zusammenarbeite oder für verschiedene Märkte verantwortlich bin,
dann wird die Kommunikation in Englisch ablaufen oder einer anderen Sprache. Und wenn man die Sprache nicht spricht, dann wird man die Position nicht wahrnehmen können. Sprich, dann wird man auch das höhere Gehalt nicht erreichen. Deswegen ist das statistisch gesehen dann natürlich so, dass die Leute dann auch höhere Gehälter bekommen, wenn sie mehr Sprachen sprechen, einfach weil sie in höhere oder ja, höhere Positionen kommen. Und auch ein ganz wichtiger Fakt, finde ich persönlich, darf man auch nicht unterschätzen, 80% von sämtlichen Business, was heutzutage stattfindet oder vieles davon erfordert, nämlich eben gerade so eine gewisse kulturelle oder cross-cultural communication, wie man im Englischen sagt, ne? Dass man mit Leuten aus anderen Ländern sich zusammenschließen muss oder mit Leuten aus anderen Ländern in einem Team zusammenarbeitet, mit Leuten zusammenarbeitet, die anders an Dinge herangehen. Und auch das sind eben einfach Dinge, die heute elementar wichtig sind. Gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an, was für Skills denn ja alle oder die wichtig sind quasi oder die man auch durch einen Auslandsaufenthalt jetzt eben einfach stärken kann oder fördern kann oder auch an denen man arbeiten kann. Als offensichtlich erstes natürlich Communication Skills. Das heißt, da suchen Firmen natürlich nach Leuten, die ja mit anderen Leuten sich verständigen können, sprachlich gesehen, aber auch interpretationsmäßig gesehen, also dass man da wirklich auf einer Wellenlänge einfach ist und dass man auch seine Gedanken und sein Input quasi ausdrücken kann. Und auch das ist immer ein Punkt, sage ich immer, das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn man beispielsweise jetzt in einer international tätigen Firma Meetings auf Englisch hat, dann ist das teilweise schon, kann das herausfordernd sein, natürlich seine Gedanken und seine Ideen einfach in einer anderen Sprache auch zu formulieren, eine Sprache, die nicht die eigene Muttersprache ist. Aber solche Sachen werden gefordert und gehören einfach mit dazu. Das heißt, da muss man sich entsprechend natürlich artikulieren können. Und solche Skills, die gefordert sind, kann man natürlich eben am besten dadurch lernen, indem man sagt, okay, ich gehe wirklich für eine Zeit ins Ausland, um die Sprache da zu lernen. Ne? Dass man da eben auch einfach weiß, ich bin auf einem sicheren und auf einem guten Sprachniveau und kann mich da ohne Probleme verständigen. Das wäre das erste Wichtige oder den ersten wichtigen Skill, den man natürlich erreicht oder erlangt, wenn man ins Ausland geht. Dann als nächstes, einen Moment, jetzt hängt das hier gerade. Teamwork. Auch das ist heute was elementar Wichtiges, was ja von ganz vielen in ganz vielen Unternehmen gelebt wird und jeden Tag eben einfach mit dazugehört, dass man in einem Team zusammenarbeitet, weil es effektiver ist, weil man schneller zu Lösungen kommt, weil man sich gegenseitig unterstützen kann und nicht jeder an seinen eigenen Projekten vor sich hin still arbeitet, sondern man eben gemeinsam auch zu einer Lösung kommt. Und das ist einfach ein Skill, den man heutzutage prinzipiell mitbringen sollte, wenn man sich bewirbt. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, okay, Teamwork, klar ist das wichtig, aber wie soll ich denn das durch einen Auslandsaufenthalt stärken? Auch da kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, ist es natürlich so, ihr müsst euch reinversetzen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will wirklich für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen. Auch für eine längere Zeit, vielleicht auch ein Gap Year machen, dann ist das ja erstmal die Entscheidung, dass ich sage, okay, ich lasse erstmal mein persönliches Umfeld vielleicht zu Hause, meine Freunde bleiben zu Hause, meine Familie bleibt zu Hause und man geht quasi erstmal prinzipiell alleine in ein anderes Land, wo man am Anfang erstmal niemanden kennt. Und dadurch wird natürlich extrem durch diese Situation und da in der sind unsere Teilnehmer quasi immer, wenn sie ins Ausland gehen, was aber ja auch das Spannende ist, durch diese Situation, dass man alleine woanders hingeht, aber natürlich will keiner alleine irgendwo bleiben, ist man natürlich gewisserweise darauf angewiesen, offen zu sein, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu kommunizieren, Leute anzusprechen, Leute neu kennenzulernen, einfach mal so ein bisschen mutig sein und auf Leute zugehen, um sich da einfach so ein Netzwerk aufzubauen. Was natürlich dieses Teamwork später enorm fördern kann. Einfach weil man dadurch natürlich viel Hemmungen abbauen kann, einfach mal viel ja, auch ausprobieren kann, einfach mal weg von zu Hause in seinem Umfeld vielleicht auch einfach ist, wo einen erstmal auch keiner kennt. Das muss ja auch nicht immer nur, das muss ja nicht negativ sein, sondern es kann ja auch was sehr Positives sein, dass man sich ausprobieren kann, dass man ja, Dinge anders ausleben kann, als man das vielleicht zu Hause macht. Und dadurch eben einfach durch dieses Offensein, durch offen auf andere Leute zugehen, stärkt man eben enorm seinen Teamwork-Skill. Und jeder von euch, der vielleicht selber auch schon mal im Ausland war, wird diese Erfahrung ja auch gemacht haben, ne? Dass man da wirklich enorm viel andere Leute kennenlernt und davon dann natürlich auch profitiert. Auch das nächste, relativ wichtig heutzutage, also dass man einfach
nicht vor Problemen zurückschreckt, sondern dass man irgendwie sagt, okay, Probleme und Herausforderungen treten immer auf. Und natürlich muss man, wenn man sich bewirbt oder wenn man im Job ist, wird man einfach immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert werden. Und dann geht es darum, man muss natürlich relativ schnell gute Lösungen einfach finden oder sich logische Dinge zusammenhängend erklären, damit man auch zu einer Lösung kommt und nicht einfach an jeder Aufgabenstellung verzweifelt, sondern das gehört ja natürlich auch eben einfach dazu. Kann man jetzt vielleicht das letzte Jahr einfach als Beispiel nehmen? Ich meine, wir sind alle seit einem Jahr in der Pandemie und wir stünden alle und Sie wahrscheinlich auch alle in Ihrer Branche und in Ihrem Bereich, jeder stand vor neuen Herausforderungen und keiner wusste plötzlich, wie es weitergeht und man musste sich schnell was überlegen. Und das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile so sein und wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil das natürlich auch immer wieder aufkommt. Auch das ist was, was man eben einfach selber oder wo man ein bisschen vielleicht entspannter an solche Problemstellungen herangehen kann, wenn man einfach selber auch schon mal diese Erfahrung im Ausland gemacht hat. Weil auch da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn ich ins Ausland gehe, dann läuft vielleicht auch nicht immer alles so ganz glatt oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Sondern vielleicht kommt mal an dem einen oder anderen Situation in Erinnerung, die man selber schon erlebt hat oder die man gehört hat, dass es einfach irgendwas nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Und man dann einfach dachte so, okay, jetzt muss ich eine Lösung irgendwie dafür finden, alleine, weil Freunde und Familie sind alle zu Hause. Ich habe zwar hier Ansprechpartner, aber trotzdem muss ich eine Lösung finden. Und gerade diese Fähigkeit, dass man einfach schon mal vielleicht entspannter auf Situationen zurückblicken kann, die man selber im Ausland schon mal gemeistert hat oder wo man gesagt hat, das war auch eine schwierige Situation, aber ich habe das geschafft und ich habe es positiv gelöst und man erinnert sich später dran, das hilft einem natürlich auch im Job ungemein, wenn man wieder vor Herausforderungen steht, dann einfach zu sagen, auch jetzt finde ich quasi wieder eine Lösung und darauf wird eben heutzutage auch Wert gelegt, dass Bewerberinnen und Bewerber da nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich verzweifle, sondern dann eben einfach nüchtern an eine Sache, an eine Problemstellung herangehen und eine Lösung finden und das ist eben einfach was, was man durch einen Auslandsaufenthalt schon sehr, sehr gut trainieren kann. Auch Learning Skills und eine gewisse akademische Kompetenz sollte man natürlich einfach mitbringen. Learning Skills in dem Sinne, dass man niemals an dem Punkt sein sollte, zu sagen, okay, ich weiß alles, ich habe ausgelernt, ich kann alles, sondern ich hoffe mal, da wird mir der Großteil von euch zustimmen, dass man immer was dazulernen kann. Und auch jetzt wieder in den außergewöhnlichen Zeiten, ich meine, was haben wir im letzten Jahr alle irgendwie, was sind wir für neue Wege gegangen und neue Sachen uns überlegt, das gehört einfach mit dazu. Dinge verändern sich, man muss immer wieder neu an Dinge herangehen und da sollte man einfach so eine gewisse Neugierde auch einfach mitbringen, die auch im Alter nicht weniger werden muss, sondern einfach da auch immer bestehen bleiben sollte, dass man auch da auf dem Jobmarkt eben einfach weiter bestehen kann. Und auch Jobs verändern sich natürlich. Das ist auch ein Fakt, den man vielleicht nicht aus den Augen verlieren darf. Einfach wenn man da auch sieht, welche Jobs gab es vor 10 Jahren oder welche Jobs gibt es heute, die es vor 10 Jahren vielleicht noch nicht gab. Genauso kann man sich die Frage stellen, welche Jobs wird es in 10 Jahren geben, die es heute noch nicht gibt. Ne? Also auch da wieder ganz neue Fähigkeiten und deswegen werden Leute gesucht, die eben auch einfach lernen wollen und sich weiterbilden etc. Und das ist ja genau ein Skill, den man, denke ich, mitbringen sollte, wenn man auch sagt, ich möchte ins Ausland gehen. Das ist eigentlich prinzipiell, das sehe ich bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder, die Leute, die wirklich ins Ausland gehen, dass sie eben einfach diese gewisse Neugierde mitbringen, dass das einfach so ein Typ Mensch ist, die sagt, okay, ich will lernen, ich will eine neue Sprache lernen, ich will mich weiterbilden, ich will mich verständigen können. Und das ist ja der erste Schritt, solche allgemeinen Skills und dann auch eben einfach mitzubringen, dann fürs spätere Berufsleben. Auch nochmal interessant, wenn man sich prinzipiell, wenn man internationale Auslandserfahrung hat oder wenn man sich mit mehr als einer Nationalität oder Kultur eben auch einfach identifizieren kann oder sich damit kennenlernt, ist es statistisch erwiesen, dass man prinzipiell ein besserer oder eine bessere Problemlöserin ist oder auch mehr Kreativität an den Tag legt, weil man eben einfach auch einen gewissen Erfahrungsschatz durch Auslandsaufenthalte schon zurückblicken kann oder auch durch Leute, die man kennengelernt hat während seiner Zeit im Ausland, dass man einfach da schon sehr, sehr viel mitbringt. Und das ist prinzipiell auch was, was eben einfach dann durch Auslandsaufenthalte auszeichnet. Hier auch nochmal ganz kurz zusammengefasst,
die Skills, über die wir jetzt alle gerade schon, über die ich schon ein bisschen detaillierter erzählt habe. Language Skills, man kann sich ein Netzwerk aufbauen im Ausland, man hat weniger Angst vor Herausforderungen im Leben und auch im beruflichen Leben. Ja, man kann sich auch selber ein bisschen besser organisieren, besser managen. Man bleibt flexibel, auch das ist was, was heute unglaublich wichtig ist, dass man eben einfach nicht sagt, okay, ich mache jetzt hier nur die Aufgabe und alles andere ist nicht mein Bereich. Und man muss flexibel bleiben, auch was Standorte etc. angeht. Und man erlernt natürlich nochmal neue kulturelle Skills. Also das nochmal jetzt einfach zusammengefasst, was es einem alles bringen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte wirklich diesen Schritt ins Ausland gehen, damit ich mir einfach diese Fähigkeiten dann nochmal beibringen kann oder an denen arbeiten kann, da vielleicht ein bisschen besser drin werde, wenn sie jetzt noch nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Und die dann natürlich auch für seinen Lebenslauf irgendwie zertifizieren kann, dass man eben einfach was hat, was man dann auch entsprechend nachweisen kann. Letztlich fängt natürlich alles mit einer Entscheidung an und die muss jeder für sich selber treffen, dass man da eben einfach sagt, okay, ich will wirklich eine Sprache lernen. Das muss nicht immer eine neue Sprache sein, sondern es kann natürlich auch eben einfach sein, ich habe vielleicht schon Grundkenntnisse aus der Schule oder ich habe berufsbegleitend einen Sprachkurs irgendwie belegt und kam schon ganz gut klar in Englisch, aber ich will jetzt da irgendwie besser werden. Ne? Diese Entscheidung muss man natürlich jeder für sich treffen. Und ich glaube, indem Sie hier bei der Veranstaltung, damit ihr da schon dabei seid, ist das schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und aber man kann natürlich auch sagen, ich will noch mal eine komplett neue Sprache lernen. Auch da haben wir ganz, ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da wirklich 6, 9 oder ein ganze Monate oder ein ganzes Jahr ins Ausland gehen, um eine Sprache von Grund auf zu lernen, die sie vorher noch gar nicht sprechen. Und da kann man ja wirklich in einem Jahr auch super viele Fortschritte machen. Ich habe hier nochmal ein kleines Video vorbereitet, einfach was auch nochmal ganz gut zu uns passt und zu Auslandsaufenthalten und einfach nochmal so ein bisschen zeigen soll, wo es hingeht. Es geht um ein bisschen länger als eine Minute und danach sage ich gleich nochmal kurz was. Aber erstmal viel Spaß beim Video. Yes, World of Possibilities, das ist quasi das, was uns allen offen steht. Es gibt, das glaube ich, zeigt das Video ganz gut. Es gibt wahnsinnig viele Länder und Städte und Kulturen da draußen, die auf uns warten und die entdeckt werden wollen. Und es gibt einfach ja, selber super viel, was man entdecken kann. Von daher einfach da mal so einen kurzen Einblick zu geben, egal wo es hingehen soll. Und das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, immer wenn ich in verschiedenen Ländern war, ist einfach immer wahnsinnig spannend und viel zu sehen. Das auch nochmal ganz kurz ist das, was wir prinzipiell auch machen bei EF. Das heißt, wir schicken Leute, wie gesagt, dahin, wo man eine Sprache, also wo man die Sprache lernen kann, haben Teilnehmer aus der ganzen Welt und wir haben dann quasi unsere internationalen Sprachschulen auch vor Ort, wo man dann eben mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam lernt und auch lebt. Es gibt verschiedene Unterkunftsmodelle vor Ort und man kann das ganz flexibel jeden Montag starten und dann auch selber entscheiden, wie lange man vor Ort bleibt. Also von 2 Wochen bis hin zu einem Jahr ist da alles möglich, je nachdem, wie viel Zeit man auch mitbringt. Und insgesamt stehen, wie gesagt, 10 verschiedene Sprachen zur Auswahl und über 50 verschiedene coole Städte auf der ganzen Welt.
Wenn ihr da einfach sagt, okay, das ist was, was mich interessiert, habe ich euch hier einfach mal noch unseren Instagram-Namen und Facebook-Namen mit rein. Da könnt ihr uns gerne folgen, einfach noch so ein bisschen mehr Reiseinspiration zu bekommen, um nochmal zu schauen, wie sieht das alles vor Ort aus, wie sieht das, was kann man da so machen. Dann folgt uns da gerne. Da haben wir auch ganz viele Teilnehmer von vor Ort, die dann die Accounts übernehmen und davon ihre Zeit posten. Also auch da nochmal viel Input. Und für alle nochmal die Möglichkeit, dass man auch selber nochmal, bieten wir auch an, seine Englischkenntnisse einfach mal testen kann. Für diejenigen von euch, die jetzt sagen, okay, ich glaube, mein Englisch ist schon ganz gut, dann überprüft das doch gerne mal. Wir haben einen 50-minütigen Test, den findet ihr unter ef.de/Zertifikat. Der ist auch komplett umsonst für euch. Geht, wie gesagt, 25 Minuten und überprüft Reading und Listening Skills. Und da werden verschiedene Fragen beantwortet. Der ist adaptiv, das heißt, die Fragen verändern sich auch. Und am Ende werdet ihr dann anhand des europäischen Referenzrahmens für Sprachen dann auch eingestuft und seht eine Einstufung vom Niveau A1, was Anfänger ist, bis zum Niveau C2 für Muttersprachler. Schaut gerne mal vorbei. Und wenn ihr das wollt, können wir euch gerne auch ein Zertifikat über eure Kenntnisse dann im Anschluss zuschicken. Genau, das war's von meiner Seite aus. Ich hatte hier leider keine Uhr, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Zeit wir hatten, aber das hat fast eine halbe Stunde. Ich sehe gerade, der Chat blinkt noch. Da gehe ich jetzt gerade nochmal drauf, dass wir da einfach nochmal schauen. Genau, die Frage kam noch von Sophie, wie kann man es am besten finanzieren? Das ist quasi, also wir sind ein privater Bildungsanbieter. Das heißt, es ist prinzipiell, alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer finanzieren ihre Auslandsaufhalte selbst. Wir haben gewisse Unterstützungsmöglichkeiten, die wir auch immer dann wieder rausgeben, im Sinne von, dass es bestimmte Rabattaktionen gibt oder auch, dass man sich selber um Stipendium kümmern kann. Und Kosten variieren natürlich einfach, je nachdem, wie lange und wohin man ins Ausland gehen möchte. Aber vielleicht auch nochmal der Hinweis, vielleicht habt ihr es auch schon in anderen Vorträgen gehört, viele gehen ja davon aus, im Moment kann man nicht reisen, aber im Moment, auch jetzt kann man reisen. Auch wir schicken im Moment gerade Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Ausland. Vor allem für Bildungsreisen ist das weiterhin möglich. Und wir haben da Hygienekonzepte entwickelt, sodass das vor Ort auch alles sicher und in einem sicheren Umfeld stattfindet. Also jeder von euch, der es jetzt quasi kaum erwarten kann, irgendwie auch wieder zu reisen und wieder was zu sehen und zu entdecken, schaut gerne mal bei uns vorbei. Ich poste euch hier nochmal unsere Website einfach mit rein, ef.com und auch ef.de/Katalog. Da könnt ihr euch auch nochmal registrieren, kostenlos, wenn ihr sagt, okay, das hört sich ganz spannend an und ich hätte gerne noch mehr Infos. Da können wir euch dann kostenlos entweder per E-Mail oder per Post einfach auch nochmal einen Katalog zukommen lassen. Da habt ihr nochmal den vollen Überblick, was es alles für Möglichkeiten gibt. Gibt es sonst noch Fragen? Andere waren. Stipendium, fragt Laura noch. Weiß ich nicht ganz genau, was du damit meinst. Ob es Stipendien gibt oder von unserer Seite aus? Also wir haben jetzt prinzipiell, wir haben immer wieder gewisse Unterstützungsstipendien für ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber es gibt jetzt keine Vollstipendien von uns, die wir quasi normalerweise vergeben. Wir haben ein Vollstipendium, was wir dieses Jahr zum Beispiel für ein volles Gap Year vergeben. Das poste ich hier auch nochmal gerade rein. Gap Year Stipendium. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir jemanden umsonst für 6 Monate ins Ausland schicken. Das auf jeden Fall auch nochmal. Wo sind die Posts? Das weiß ich gerade. Welche Posts meinst du, Rainer? Ich weiß nicht genau, welche. Ach so, es steht nichts im Chat. Ah, okay. Kommt das nicht an? Ich habe das eigentlich an alle geschickt gerade. Ah, okay. Sorry. Okay, ich gucke mal, ob das jetzt nochmal. Einen Moment. Dann schreibe ich das nochmal hier gerade. Sorry, das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich besser wird. Was habe ich denn jetzt gerade alles reingeschrieben?
So fange ich nochmal damit an. www.ef.com. Das war die allgemeine Seite. Könnt ihr das jetzt sehen? Ah, okay, perfekt. Dann war ef.com/Katalog. Für den, wer sich noch Infos bestellen will, ef.de/Zertifikat. Zertifikat für den Englischtest. Und dann weiß ich gerade gar nicht, habe ich noch was? Dann habe ich noch das Gap Year Stipendium. Gap Year Stipendium. Sorry, jetzt müsste es, glaube ich, gehen, dass ihr das alles bekommt. Und dann kommt hier oben noch eine Frage von Sophie. Wie viel muss man zum Beispiel für ein halbes Jahr USA rechnen? Das kommt drauf an, wo es hingehen soll. Und genau, da, weil da die Kosten auch unterschiedlich sind. Für ein halbes Jahr an unserer Sprachschule oder auch an einer öffentlichen Highschool, beispielsweise in den USA, würde ich mit allem, also Kosten mit Unterkunft, Verpflegung, Flügen, Visa, Sprachunterricht oder Besuch der Schule etc. ungefähr zwischen 10.000 und 15.000 Euro für ein halbes Jahr schon kalkulieren. Mit allem aber inkludiert dann quasi, ne? Auch mit Taschengeld, mit Sachen, die man vor Ort ausgibt, etc. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte beispielsweise einen Au-pair-Aufenthalt im Ausland machen, dann sieht das wieder anders aus, weil dann hat man, dann kann man für ein Jahr in die USA gehen, dann arbeitet man, dann kümmert man sich um die Kinder einer Familie und dann verdient man sogar $800 im Monat. Ne? Da muss man quasi gar nichts mehr bezahlen, sondern dann macht man da wieder ein Plus. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, was euch interessiert und welche Art von Möglichkeiten ihr da eben auch dann für euch wahrnehmen wollt. Dann noch eine Frage von Mario. Wie kann man bei EF selbst arbeiten? Auch das ist natürlich möglich. Wir haben Stellen in Deutschland in unseren Büros. Im Moment haben wir Büros bei uns hier in Düsseldorf, in Berlin und in München. Und da gibt es auch verschiedene Jobpositionen, die gerade ausgeschrieben sind, auch Praktikamöglichkeiten. Und da könnt ihr euch gerne bewerben. Es gibt aber auch international ausgeschriebene Jobs. Deswegen schreibe ich das hier nochmal rein, ef.com/careers. Das ist die Homepage. Da seht ihr auch nochmal, wo alle Jobpositionen, die bei EF pro Standort auf der ganzen Welt ausgeschrieben sind, könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Und da seht ihr dann auch, was es alles zur Auswahl gibt in den verschiedenen Ländern. Könnt das so destinationsspezifisch durchklicken. In welche Länder kann man heute reisen? Tauschen, aber du meintest reisen, okay, perfekt. Auch da gibt es, wie gesagt, im Moment gerade auch aufgrund der Corona-Situation viele Möglichkeiten, die man hat. Wir schicken im Moment zum Beispiel ganz viele Teilnehmer nach England, das ist möglich. Da muss man zwar am Anfang des Aufenthalts erstmal in Quarantäne, aber je nachdem, wie das jetzt weitergeht mit den Impfungen in England beispielsweise, gehen wir davon aus, dass man das bald vielleicht gar nicht mehr muss. Genauso auch in die USA kann man im Moment reisen. Wir schicken viele Teilnehmer im Moment nach Kapstadt, nach Malta, aber auch nach Nizza, nach Malaga. Also je nachdem, wo es hingehen soll, das ist alles im Moment prinzipiell eben einfach möglich. Plus, dass man eben halt vor Ort an die gängigen Hygienekonzepte sich dann natürlich auch halten muss. Ne? Also die gleichen, die man hier auch einhält, die Regeln gibt es dort natürlich auch. Aber da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Konzept entwickelt, dass man da im Moment auch sicher lernen kann. Super, dann ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr da wart und dass ihr euch das angehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was es euch bringen kann, wenn ihr selber auch ins Ausland reist und da was für eure Skills in der Zukunft einfach machen möchtet. Und schaut gerne mal auf den Links, auf den zahlreichen Links, die ich gepostet habe, vorbei, je nachdem, was euch interessiert. Ich schreibe euch auch nochmal meine E-Mail-Adresse hier mit rein. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Dann kann ich das auch, melde ich mich da bei euch zurück oder ganz in entsprechende Leute, Kolleginnen und Kollegen auch weiterleiten. Super, dann ja, danke, dass ihr alle dabei wart und dann viel Spaß noch weiterhin bei der Online-Expo-Lingo in den nächsten Tagen. Lasst euch noch ein bisschen inspirieren und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann bald von euch hören und vielleicht gemeinsam mit euch für eure Zukunft gemeinsam planen können, damit dann für jeden von euch der Traum vom Ausland auch wahr wird und wir euch ins Ausland schicken können. Super, macht's gut und schönen Abend noch. Tschüss.